Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und Summon of War, versprochene Video, Dragons. Ja, yeah, Dragons mit unseren Chakram-Tänzerinnen und unseren Boomerang-Kriegerinnen. Yippie-yay. Das Spiel wurde einfacher gemacht. Trotzdem denke ich, dass ein Nerf kommt. Aber gut, okay. Egal. Wir haben hier unseren Wörter drin, wen die Runen interessieren, ja, die jetzt auf den Chakram-Tänzerinnen und Boomerang-Kriegern drin sind. Sie sind jetzt nicht unbedingt so krass geruht, ja, muss man natürlich dazu sagen. Aber kann sich das letzte Video, falls ihr es noch nicht angeguckt habt, angucken, wo wir im Necro drin waren, beziehungsweise die Fertigkeiten durchgegangen sind, beziehungsweise meine Runen, wo ich eigentlich bei jedem Monster gesagt habe, ja, je nachdem, für was du das Monster brauchst, für was du es spielst, man muss es ja mal so sagen, kannst du es natürlich alles auf Vio bauen, ja, du kannst es auf Rache bauen, du kannst sie auf whatever bauen, du kannst sie auf Swift bauen, falls du noch nicht so weit bist oder sowas, du kannst sie genauso aber auch auf Fatal Klinge bauen oder, wenn du jetzt, sag mal, schön Damage haben willst oder Zorn oder. An sich, ja, dass es jetzt keine Ultra-Tanky-Monster sein sollen, ist klar, weil man will hier natürlich sehr schnell durchrushen mit den Chakram- und Boomerang-Kriegern. Wir haben hier die Dark-Boomerang-Kriegerin, die Feuer-Chakram-Tänzerin und die Wasser-Boomerang-Kriegerin hier drin. Die Wasser habe ich ja auch. Und gehen einfach mal in den Tranks rein und gucken mal, was da so passiert. Wir können uns erinnern, die Dark, ja, klaut. Man muss sagen, klaut wie der Chilling zum Beispiel die vorteilhaften Effekte zum Beispiel vom Dragon, ja, also also der Dragon hat ja Will, ja, klaut sie einfach, aber das werden wir uns jetzt hier gleich auch angucken. Zack, Haraki, erstmal weg. So, erste Phase hier geschafft, okay, und weiter. Das Coole auch daran ist, sie machen ja alle Defense Break mit dem ersten, manche mit dem zweiten. Das ist einfach nur überkrass. So, zack, hier ist der Defense Break, da ist der Attack Buff mit dabei. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier natürlich auch noch den Angriffsbalken, der ja immer wieder zurückgesetzt wird. Absoluter Wahnsinn. Also wie gesagt, im letzten Video sind wir bei den Fertigkeiten, da bin ich die Fertigkeiten mit euch hier zusammen durchgegangen. Nur das nochmal zur Info. Ich habe das ja extra zweigeteilt, ja, weil ich dachte, manche interessiert vielleicht nur Necro oder die Monster halt allgemein und da machst du das lieber getrennt oder so, weil sonst ist das Video einfach mal 40 Minuten lang und das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von langen Videos, aber zurzeit mache ich fast nur noch lange Videos, aber okay. So, hat der Dragon jetzt hier mal, ja, müsste gleich sollte es soweit sein, zack, 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 zack. Und wieder zurückgesetzt, ja, und hat auch gesehen, wir haben rechts den Kristall auch zurückgesetzt. Zack. Und Harakiri kommt gar nicht dran, überhaupt kein Will drauf. Da war gar kein Will drauf. Beziehungsweise habe ich es nicht gesehen, weil ich mit euch gequatscht habe. Wir gucken einfach nochmal eine Runde. Bestzeit! New Bestzeit von ihm. 1 Minute 21. Und das kann man hier definitiv auch noch toppen. Denkt euch jetzt mal noch einen Tag dazu oder so. Was soll das für ein Team werden? Oder wir gehen hier mit Vieren rein. Ich weiß nicht, ob es unbedingt klappen würde, aber wir probieren auf jeden Fall den Würde mal rauszunehmen und noch eine Chakram-Tänzerin reinzunehmen. Aber dann haben wir wieder keine Leader-Fertigkeit. Das ist ein bisschen doof. Man kann es auch so aus Spaß trotzdem mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Weil ich denke, der Speed-Lead ist schon wichtig hier. Weil er hat nicht so einen hohen Grundspeed-Wert von seinen Chakrams hier. Und seinen Boomerang-Kriegerin. Zack, zack, zack. Harakiri. Und hier Defense Break drauf. Okay, kein Attack Buff. Aber gut. Und jetzt immer wieder dieses Zurückgesetze. Das ist der absolute Wahnsinn. Gut, wir haben den Defense Break auf unserem Galle. Gut, okay. Jetzt haben wir wieder den Attack Buff. Und wieder zurückgesetzt das Ganze. Der kommt gar nicht. Die können gar nicht drankommen. Die können überhaupt nicht drankommen. Zack, 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 zack. Und weiter. So, jetzt sind wir wieder dran. Ja, wir haben natürlich Würde, ja, der unseren Angriffsbalken natürlich die ganze Zeit pusht. So, wieder Defense Break drauf, ja. Und jetzt geht's wieder hier los. Zurückgesetzt, zurückgesetzt. Zack. Sehr. Ich, ganz im Ernst, Leute, ich liebe diese Monster. Gut, jetzt haben wir ein, ja, genau, und weg. Geklaut. Seht ihr das? Und das Geile an der ganzen Sache ist noch, dass die Chakram-Tänzerin, ja, das ist auch die Fertigkeit von der Dark, jetzt auch, sie hat auch den vorteilhaften Effekt. Das heißt, hat der Gegner zwei vorteilhafte Effekte, hat unsere Chakram-Tänzerin und unsere Boomerang-Kriegerin Dark auch die vorteilhaften Effekte. Das ist so OP, muss man echt mal sagen. Das ist Wahnsinn. Man rusht hier einfach durch. Und da macht Farm, muss ich wirklich sagen, Spaß.
Bei den Monstern hier beim Farm zuzugucken, ist mega. Wenn wir jetzt natürlich noch. Also, aber das wäre zu krass. Wenn wir jetzt natürlich noch. Wir gehen jetzt einfach mal so rein. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Wenn wir jetzt natürlich hier noch irgendwie eine Leaderfertigkeit hätten in Dungeons von einer Chakra, wie Attack 24% oder irgendwas oder Speed 24% in Dungeons oder whatever, dann hätten wir sogar noch eine Leaderfertigkeit hier drin. Das ist. Ich liebe die Monster. Darf ich das so sagen? Ich liebe diese Monster. Absoluter Wahnsinn. Zack, zack, zack und. Zack. Bäm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee. Und wieder zurückgesetzt. Ja. Oh nee. Das ist zu krass. Wenn die das jetzt schaffen, die haben keine mega krassen Runen drauf. Das ist einfach das, was mich fasziniert und warum ich auch sage, warum denn starke Monster immer nehmen? Man kann ja auch mal zeigen, dass es auch mit nicht so starken Runen geht, ja, nicht Endgame-Runen zeigen oder wie auch immer. Es geht auch mit so. Wir haben wieder den Defense Break. Übrigens, der Galle macht irgendwie komischerweise mehr Defense Breaks als meiner. Obwohl meiner auf jeden Fall 85% ACC hat, aber meiner macht irgendwie nicht so schöne Defense Breaks. So, jetzt haben wir noch den Attack Buff. So, zack, drauf, 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 drauf. Es ist. Nee! Leute, wo du bist. Das ist der Wahnsinn. Er kommt gar nicht dran. Ja, wie der Will weg. Er kommt nicht dran. Der Angriffsbalken wird eh. Warum einen Healer mitnehmen? Für was brauchen wir Healer? Wir brauchen keine Healer. Weg. So, was haben wir jetzt für eine Zeit? So, was haben wir jetzt hier für eine Zeit? 1,28. Das kann man hier definitiv noch toppen. Das kann man hier noch toppen. Nee, also für PvE braucht man hier keine guten Runen mehr. Das ist totaler Quatsch. Also was heißt gut? Die sind gut, aber halt keine Endgame-Runen. Wow. Oh Mann. Zack. Vor allem Speedlead. Leader-Fertigkeit bei Dragons. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Klaut einfach ständig den Will. Wenn wir jetzt noch richtig Crit Damage, Attack drauf hätten, der Drache würde schon liegen. 100 pro schafft man da, Top-Zeiten 50 Sekunden oder. Aber mal hundertprozentig. Oh mein Gott. Mit dieser Dark vor allem. Es ist so easy. Oh ne. Wieder geklaut. Ey, Wahnsinn. Und dass dann auch noch die Chakram-Tänzerin auch noch, ja, dieses Will auf sich hat. Absoluter Wahnsinn. Und so macht Farm Spaß, kommt was. So macht Farm Spaß und so würde ich auch die ganze Zeit farmen. Ich will die Dark haben. Ich will alles. Ich will. Ach, das ist der Wahnsinn. Nat 5. Wer braucht denn jetzt schon noch Nat 5s? Die Chakram- und Bumerang-Kriegerin, das sind die Monster, die jetzt jeder haben möchte, glaube ich. Und falls ihr das auch so seht, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, beziehungsweise vielleicht irgendwelche Anmerkungen oder wo ihr es vielleicht noch genutzt habt, außer in den Elemental Rifts natürlich, ja, weiß ich auch, dass man die da auch super einsetzen kann und auch Top-Damage-Werte schafft. Aber auf jeden Fall mega krass. Ich danke euch hier fürs Zugucken und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, beziehungsweise diese Reihe halt hier von Necro und von Dragons, ja, also wer das Necro-Video noch nicht gesehen hat. Ja, werde ich hier anhängen und ja, werde es euch unten in der Videobeschreibung auch noch mit verlinken. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken. Und ja, als nächstes Video wird das Tierheim-Video kommen. Ja, wer sich fragt, wann kommt denn das Tierheim-Video? Es ist nur ein kurzes Video, weil war wetterbedingt jetzt nicht so möglich, ein übel langes Video halt zu drehen. Es ging nicht. Mir ist alles abgefroren. Meine Hände. Ich hatte natürlich keine Handschuhe mit. Ja. Aber ist nur ein kleines Video, aber ich hoffe, es gefällt euch sowas. Und ja, wir sehen uns nicht am Donnerstag. Am Donnerstag werde ich nicht streamen, aber heute Abend, ja, live auf Twitch bin ich wieder dabei. Beziehungsweise, vielleicht seht ihr das Video gerade, dann bin ich auf Twitch, ja, von 19:30 Uhr bis,
Ja, circa 21, 21, 15. Mal sehen. Und danke fürs Zugucken. Haut rein. Viel Spaß und tschüss.